Wenn wir das, damit wir so einen kleinen Hauch von, davon bekommen, wie sich das anfühlt, so die Anfänge, dass du mit uns, mit mir, mit den Zuschauern einlebst, ja, das wäre schön. Ja? Also dann lade ich dich ein, dich mal bequem hinzusetzen und auch all diejenigen, die hier am Bildschirm zuschauen, einfach mal bequem hinsetzen, den Rücken gerade oder auch hinlegen, wenn das gemocht wird, und dann die Augen schließen. Und dann mal einen tiefen, tiefen Atemzug nehmen. Beim Atmen spüren, wie die Bauchdecke sich hebt und wieder senkt. Mit jedem Atemzug merken, dass du mehr und mehr loslässt, mehr und mehr bei dir selber ankommst. Und dann lass deinen Atem einfach aus deiner Aufmerksamkeit entgleiten. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit in deine Wahrnehmung des Körpers. Spür, wie du hier sitzt oder liegst. Wie dein Körper die Unterlage eindrückt. Und wie dieses Gefühl, den Körper so wahrzunehmen, dazu beiträgt, mehr und mehr loszulassen. Einfach tiefer zu sinken. Und immer mehr bei dir selber anzukommen. Und wenn du spürst, dass dieses Gefühl des Ankommens begleitet ist von Schwere oder Leichtigkeit, kannst du wissen, dass du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit einfach in deine innere Welt gehen kannst, in die Welt deiner Bilder und Gefühle. In die Welt, wo du dich wohlfühlst und dir dort innen bei dir einfach einen Platz suchst, an dem du dich beschützt und behütet fühlen kannst. Es kann ein Platz in der Natur sein, auf einer Wiese vielleicht oder an einem Bach. Du kannst dir aber auch einfach einen Platz vorstellen, bei dir zu Hause in deiner Wohnung. Oder in deinem Körper. Lass einfach ein Bild in dir entstehen, in dem du dich wohlfühlen kannst. Und auch wenn es nicht so ist wie in einem Bilderbuch, dass du es nicht so sehen kannst, sondern vielleicht nur eine wissende Wahrnehmung ist, ein Gefühl von, ja, hier bin ich beschützt. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Und an diesem Platz deiner Sicherheit sind vielleicht auch Helfer, die dich begleiten auf deiner Reise, die du gleich unternehmen wirst. Das mögen Schutzengel sein oder vielleicht ein Krafttier. Vielleicht auch unsichtbare Helfer, von denen du weißt, dass sie um dich sind. Wenn du darum bittest, werden sie dich begleiten, wenn du dich nun bereit machst, deine Reise zu beginnen. Und diese Reise führt dich jetzt und hier einfach in die Natur. An einen Ort, wo es dir gefällt, wo du einen kleinen Urlaub unternehmen kannst. Einen Urlaub vom Alltag. Ballast und Stress des Tages. Und auf dem Weg dorthin kannst du die Temperatur wahrnehmen. Kannst den Boden unter den Füßen spüren. Vielleicht einen Windhauch auf der Haut wahrnehmen. Und möglicherweise steigt dir ein Duft in die Nase. So schlenderst du dahin und findest deinen Platz, deinen kleinen Urlaubsplatz für heute. Und wenn du dich dort umschaust, kannst du all die wahrnehmen, die dir heute wichtig sind. Menschen vielleicht oder auch Tiere.
Und möglicherweise ist es dir viel lieber, ganz alleine zu sein. Und auch das ist in Ordnung. Dieser dein Urlaubsplatz darf sich so gestalten, wie es dir gefällt. Und hier darfst du all das tun, was dir Freude macht, was dir Erholung und Entspannung bringt. Und alles, was du nicht benötigst, bleibt einfach weg, sodass du genießen kannst, dich selber spüren kannst und alles zu dir holen kannst, was dir Kraft und Energie gibt. Und wenn dich meine Stimme gleich wieder erreicht, hast du deinen Urlaubstag genossen und kannst wieder mit mir zurückkommen. Doch jetzt genieße. Langsam wird es Zeit, deinen Urlaubstag zu beenden und dich meiner Stimme wieder anzuschließen, die dich zurückführt zu deinem sicheren Ort. Komm in deiner Geschwindigkeit dort wieder an. Atme an diesem Ort kräftiger ein und aus und bedanke dich bei deinen Begleitern. Und mit dem Meer an Sauerstoff, welchen du einatmest, kommst du wieder zurück in deinen Körper, spürst wieder, wie du hier sitzt oder liegst, bewegst deine Hände und Füße und öffnest deine Augen, sodass du wieder ganz im Hier und Jetzt bist. Und all die Erfahrungen und den Genuss mit ins Wachbewusstsein bringst. Und du kannst wissen, dass du diese kleine Reise jeden Tag machen kannst. Mhm. Dankeschön. Gern. Oh, so einfach, so schön. Vielen Dank, Silvia. Das war jetzt lediglich eine kleine Entspannungsreise, die allerdings dazu dient, den Prozess zu öffnen, um dann tiefer einzusteigen in die belastenden Themen. Das ist dann, das ist klar, das geht dann... Ja, und es ist ein totales Vertrauen, da ich spüre das. Also es ist ein richtiges Feld, was du öffnest, wo man sich wirklich voll reinbegeben kann. Ja. Vielen Dank. Danke, Lerner. Okay.